Alessio Lepore, ich bin Personal Trainer und in dem Video soll es darum gehen, wie du so schnell wie möglich abnehmen kannst. Und warum? Ich bekomme so oft bei Instagram die Nachricht, ich muss ganz schnell abnehmen. Ich muss ganz, ganz schnell abnehmen. Hast du Tipps für mich? Ich gebe dir jetzt Tipps, wie du innerhalb von 10 Tagen 10 Kilo abnehmen kannst. Garantiert. Tu mir doch aber vorher schon mal den Gefallen und gib dem Video einen Daumen nach oben und vergiss auch auf gar keinen Fall, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt starten wir direkt rein, wie du innerhalb von 10 Tagen garantiert 10 Kilo abnehmen kannst. Und dafür rechnen wir mal kurz. Wie wir ja alle wissen, um abzunehmen, muss man in einem Kaloriendefizit sein. Das habe ich ja, glaube ich, hier schon oft genug erklärt. Wir wissen, 1 Kilogramm Fett sind 7000 Kalorien. Soweit, so gut. Jetzt müssen wir, 10 Tage haben wir Zeit, um 10 Kilo abzunehmen. Also, ich habe hier extra einen Taschenrechner geholt, damit ich mich bei dieser Rechnung auch nicht verrechne. Wir haben 7000 Kalorien. Wir haben 10 Tage Zeit. Sind 70.000 Kalorien, die wir in 10 Tagen, wir müssen in 10 Tagen 70.000 Kalorien verbrennen, um 10 Kilogramm Fett zu verlieren. Beziehungsweise wir müssen diese 70.000 Kalorien nicht nur verbrennen, wir müssen auch 70.000 Kalorien im Defizit sein. So, wie machen wir das Ganze jetzt? Ich gebe dir jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und zwar wissen wir jetzt, wir müssen am Tag 7.000 Kalorien im Defizit sein, damit wir pro Tag 1 Kilogramm Fett verlieren. Okay, ich bin letztes Jahr auch um diese Zeit, Anfang Dezember war das aber, glaube ich, da bin ich einen Marathon gelaufen. Da blende ich dir mal die Daten hier ein. Hier blende ich dir die Daten ein. Und zwar habe ich ungefähr 2800 Kalorien verbrannt. 2800 Kalorien und ich war knapp 5 Stunden unterwegs, glaube ich. Vielleicht würde ich schneller schaffen, wenn ich dafür trainieren würde. Letztes Jahr war das einfach so eine Sache für meinen Kopf. Habe ich mir vorgenommen, ich laufe dieses Jahr einen Marathon noch. Dann bin ich den gelaufen, einfach ohne Training. War auch eine Nahtoderfahrung, darum soll es aber gar nicht gehen. Und zwar habe ich 5 Stunden gebraucht, um 2800 Kalorien zu verbrennen. So, 2800 Kalorien. 7000 Kalorien brauchen wir, um 1 Kilogramm zu verlieren. Geteilt durch 2800. So, wir müssen genau 2,5 Marathons am Tag laufen. Also 5 Stunden, 10 Stunden. 12,5 Stunden sind wir dann am Tag mit Laufen beschäftigt, damit wir 1 Kilogramm im Defizit sein können. Noch dazu kommt aber, wir dürfen ja nichts essen, weil wir müssen ja 7000 Kalorien im Defizit sein. Mit den 2,5 Marathons am Tag haben wir die 7000 Kalorien verbrannt, sind im Defizit. Wenn wir jetzt was essen, gehen von den 7000 Kalorien natürlich wieder was weg. Die müssen wir dann zusätzlich noch verbrennen. Oder wir fasten einfach diese 10 Tage. Machen jeden Tag 2,5 Marathons und dann haben wir innerhalb von 10 Tagen 10 Kilo verloren. So einfach, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich zähle es dir hier nochmal auf. Also, du musst 7000 Kalorien am Tag im Defizit sein. Das schaffst du, indem du jeden Tag 2,5 Marathons läufst. Ein Marathon sind übrigens knapp 42,5 Kilometer. Einer. Du musst 2,5 laufen am Tag, also 10 Tage hintereinander läufst du jeden Tag 2,5 Marathons und du isst 10 Tage lang nichts und so schaffst du es innerhalb von 10 Tagen in einem Defizit von insgesamt 70.000 Kalorien zu sein und dementsprechend 10 Kilo innerhalb von 10 Tagen abgenommen zu haben. Ist doch im Großen und Ganzen gar nicht so schwer. Also, für alle Leute, die mich fragen, ich muss so schnell wie möglich abnehmen, hier ist die Anleitung, wie du es schaffst. Garantiert. Hundertprozentig. So schaffst du es. Ob du diese 10 Tage überlebst, ist natürlich die andere Frage. Das musst du für dich selbst abwägen. Ist es das Ganze wert? Ist es das Ganze nicht wert? Wenn du allerdings wissen willst, wie du tatsächlich eine Diät so gestaltest, dass sie auch erfolgreich ist, weil ich bezweifle, selbst wenn du das durchziehen würdest und wenn du es überleben würdest, bezweifle ich, dass du diese 10 Kilo lange unten behalten würdest. Da wird der Jojo-Effekt kommen und du hättest die spätestens nach 2, 3 Monaten wieder drauf. Und deswegen, wenn du wissen willst, wie du eine Diät wirklich perfekt gestalten kannst und wie du die Funde auch dein Leben lang los wirst und wie du auch immer, wenn die Funde mal ein bisschen wiederkommen, wie du die direkt wieder loswerden kannst, dann folg auf jeden Fall diesem Kanal, aktiviere die Glocke, weil im nächsten Video werde ich dir genau erklären, wie du wirklich eine Diät vernünftig gestalten kannst. Vernünftig, weil das, was ich dir gerade erzählt habe, schön und gut, das funktioniert auch.
Aber wer überlebt das? Und wer soll das machen? Und ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber dieses Video sollte ein bisschen sarkastisch, bisschen ironisch sein, weil diese Frage, ich muss so schnell wie möglich abnehmen, ich kann es nicht mehr lesen. Ich sage es euch ehrlich, ich kann es nicht mehr lesen. Ihr wisst alle, was zu tun ist, wie man abnehmen kann. Es gibt keine Tricks. Es gibt keinen Shortcut. Ihr müsst diszipliniert sein. Ihr braucht Willensstärke. Ihr müsst was dafür tun. Aber so ist es einfach. So ist es nun mal. Die Funde sind auch nicht von heute auf morgen draufgekommen. Und dementsprechend werden die auch nicht von heute auf morgen wieder weg sein. Wenn du also wissen willst, wie du die perfekte Diät machen kannst, die aber Geduld erfordert, Disziplin erfordert und Willensstärke erfordert, dann folg meinem Kanal, aktiviere die Glocke, denn im nächsten Video werde ich dir ganz, ganz, ganz genau erklären, wie du die Funde für immer loswerden kannst und wie du eine Diät ohne Stress hast, ohne dein Leben dafür zu riskieren und wie du deine Diät vielleicht sogar ein bisschen genießen kannst. Das soll es dann mit diesem kurzen und knappen Video auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber ich musste das einfach loswerden. Und ihr habt ja noch dazu eine Anleitung, wie ihr innerhalb von 10 Tagen 10 Kilo abnehmen könnt. Das dürft ihr natürlich nicht vergessen. Und falls ihr Trainingspläne braucht, falls ihr mein Kochbuch haben wollt, 5 Gratis-Rezepte gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich mich wirklich, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Schreibt mir mal eure Meinung, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare. Und dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke wegzumachen, damit ihr das nächste Video, wie ihr eine Diät perfekt gestalten könnt, auf gar keinen Fall verpasst. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace.